Herzlich willkommen zum DLR Webcast. Ich glaube, es ist elementar, dass wir die europäischen Organisationen und die wissenschaftlichen Träger, Verbände, Steering Committees aus den unterschiedlichen Bereichen zusammenbringen. Denn es ist erforderlich, dass man einerseits das, was technologisch und wissenschaftlich möglich ist, auch in einer Weise an die Organisationen auf staatlicher Seite bringt, dass die Informationen verstehen können und letztlich auch Entscheidungen treffen, was gebraucht wird, um eine langfristige Versorgung mit Erdbeobachtungsdaten herzustellen. Das ist ein ganz wichtiger Auftrag. Denn ich bin fest davon überzeugt, dass auf Dauer nur ein klares staatliches Commitment und auch ein europäisches Commitment dafür sorgen kann, dass eine langfristige Versorgung von Erdbeobachtungsdaten in Europa und darüber hinaus möglich wird. Wenn man das auf einzelne kommerzielle, industrielle Bereiche versucht zu delegieren oder nur diese Erwartung zu schüren, dann wird es meines Erachtens nicht gelingen. Ich glaube, die zentrale Herausforderung der Erdbeobachtung ist in zweierlei Richtungen. Erstens, wir müssen wegkommen von einer sektoralen Betrachtung. Das heißt, die eine Gruppe schaut auf die Radarinstrumente, die andere Gruppe schaut auf die optischen Instrumente, die dritte Gruppe schaut auf die LIDAR-Instrumente, die vierte Gruppe ist mehr für Modelle. Das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft ist die Zusammenschau der unterschiedlichen Qualitäten und unterschiedlichen Quellen, die die Erdbeobachtung liefert. Und am Ende ist entscheidend die Qualität des Informationsproduktes, das genutzt werden kann, um eine Aufgabe zu erfüllen. Und dazu müssen wir die unterschiedlichen Quellen zusammenbringen. Jetzt haben wir die zweite Herausforderung. Die Technologie im Weltraum schreitet rasend schnell voran. Wenn wir sehen, allein im Radarsegment, wie die Entwicklung von ERS über Envisat jetzt zu TerraSat-X und TandemX gelaufen ist, dann überspringen wir praktisch eine Größenordnung von Datenqualität innerhalb von 10 Jahren. Und die Informationstechnologie am Boden, die Aufgabe hat, aus diesen Daten hochqualitative Informationen abzuleiten, nämlich die algorithmische Forschung, die Standardisierung, die stößt bisweilen an Grenzen und kommt nicht hinterher mit der enormen Flut an Daten. Und wenn wir sehen, dass jetzt ein europäisches Sentinel-Programm auch noch dazu kommt, dann wird sich diese Lage noch deutlich verbessern oder verschlimmern, je nachdem, wie Sie das sehen. Wir haben heute in unserem Datenarchiv im DLR ungefähr 2 Petabyte an Daten online. Wir erwarten, dass diese Summe oder dieser Datenschatz in den nächsten 5 Jahren auf 10 Petabyte anwächst. Und wir müssen Verfahren und Technologien entwickeln, die Daten, während sie empfangen werden, sofort zu Informationsprodukten zu verarbeiten. Über den Zustand der Atmosphäre, über die Landoberfläche, über die Ozeane, über die Kryosphäre, für die Planungsaufgaben und für die zivile Sicherheit. Und nur wenn wir Standardisierungsmöglichkeiten finden, die tatsächlich auch akzeptiert werden von dem Endkunden, und das sind häufig auch nicht Wissenschaftler, sondern es sind eben staatliche Bereiche, es ist die Meteorologie, es ist die Landes- und Umweltplanung, dann können wir erfolgreich sein. Und da müssen wir Wissenschaftler uns darum kümmern, dass diese Aufgabe passieren kann. Und das bedeutet auch nicht im Elfenbeinturm sitzen und das nächste Paper immer nur im Auge haben, das auch, das müssen wir natürlich, aber eben auch schauen, dass die eigenen Ergebnisse übersetzbar werden und nutzbar werden für eine große Gemeinschaft. Also zunächst muss ich sagen, 2011, an diesem Tag, als wir den Tsunami in Japan hatten, hatte ich Urlaub und saß mit einer Tasse Kaffee beim Frühstücksfernsehen und war sozusagen live Zeuge des Tsunamis. Und das als jemand, der bei dem Aufbau des deutsch-indonesischen Tsunami-Frühwarnsystems ab 2004 nach dem verheerenden Ereignis in Indonesien dabei war vom ersten Tag und wir in der Folge ein Decision-Support-System aufgebaut haben, um zu verhindern, dass so etwas nochmal passiert.
Und die Aufnahmen aus dem Helikopter, das kann man gar nicht sagen. Das hat mich fasziniert, schockiert, berührt, man kann es gar nicht sagen. Den Tsunami, den wir ja natürlich in Indonesien nicht in dieser Form haben beobachten können, dann zu sehen, diese extreme Kraft, wenn eine 15 Meter hohe Welle mit all dem Debris auf die Landoberfläche stößt und alles zerstört. Die ersten Stunden zählen nach einer solchen Katastrophe. Und die Erdbeobachtung und die Fernerkundung kann hier entscheidend helfen, Menschenleben zu retten. Kann entscheidend helfen. Es ist wichtig, dass wir möglichst alle Sourcen, die wir haben im Weltraum, in den ersten Stunden verfügbar machen. Das ist gar nicht so einfach. Denn man muss sich vorstellen, wir brauchen vor allem diese räumlich höchst aufgelösten Daten. Das sind Daten, die eine Bodenerkennbarkeit von bis zu 50 cm haben im zivilen Bereich. Das sind die Daten, die wir verfügbar haben. Das sind optische Satellitendaten von kommerziellen amerikanischen Anbietern. Das sind die Radardaten aus dem DLR mit 1 Meter Auflösung, die wir selbst sozusagen kommandieren. Und diese Daten sind nicht flächendeckend verfügbar. Das heißt, sie brauchen erstmal auch ein Kommando, dass der Sensor beim nächsten Überflug da hinschaut. Im Radarbereich ist es einfach, weil da haben Sie immer ein wolkenfreies Bild, wenn Sie getaskt haben, so heißt die Fachsprache. Im optischen Bereich brauchen Sie Glück, dass Sie wolkenfreie Bedingungen haben. Also setzen wir in den ersten Stunden erstmal alles daran, festzustellen, wann kommt welcher Satellit über das zerstörte Gebiet. Und das setzt voraus, dass wir wissen, wo die Zerstörungen sind. Und in den ersten Stunden ist totales Chaos. Sie machen NTV an, Sie machen andere Nachrichtenkanäle an, Sie schauen ins Netz. Und Sie stellen fest, wenn Sie da professionell damit arbeiten, dass es sich alles widerspricht, dass in den ersten Stunden überhaupt keine Klarheit ist. Also müssen wir versuchen, aus all den Quellen, die wir haben, die Gebiete zu identifizieren, dann die Satelliten zu tasken, so schnell wie möglich die Daten reinzuholen und dann zu verarbeiten. Die Verarbeitung selbst wird von Geowissenschaftlern durchgeführt, die also Erfahrung haben auf diesem Gebiet. Und dann geht es darum, festzustellen, welche Gebiete sind zerstört, wo sind noch Infrastrukturen intakt. Wo kann man Hilfskonvois durchrouten? Wo kann man Zelte aufbauen? Wo kann man Verletzte bergen? All diese Fragen, zum Beispiel vom THW oder vom Roten Kreuz, stehen im Vordergrund. Und die versuchen wir dann mit geeigneten Kartenprodukten zu unterstützen. Und man muss sagen, diese Produkte sind aber im Vorfeld schon besprochen mit diesen Organisationen. Die wissen, wie die Produkte aussehen, die wissen, wie die Legenden sind, die können sofort damit arbeiten. Das muss nicht mehr weiter erklärt werden, das ist der große Vorteil. Also wir sind im DLR und in Deutschland momentan in einer wirklich extrem komfortablen Situation. Wir haben zwei herausragende Satelliten im Weltraum mit Terrasa X und Tandem X, die eine Qualität liefern, die wirklich alle Erwartungen übertrifft. Und wir nutzen natürlich diese Daten auch für die Katastrophenhilfe. Der größte Vorteil zunächst mal ist, wir kontrollieren diese beiden Zwillingssatelliten vom Deutschen Raumflugkontrollzentrum. Das heißt, wir senden ein Signal beim nächsten Überflug, beim nächsten Kontakt und sagen, schau bitte beim nächsten Überflug bitte in den betroffenen Gebieten über Japan. Das heißt, wir können die Instrumente ausrichten und können sofort Priorität auf das Gebiet geben. Das ist ganz wichtig. Dann werden beim nächsten Überflug die Daten aufgezeichnet und in das sogenannte Nutzlastbodensegment übertragen, das im Deutschen Fernerkundungsdatenzentrum betrieben wird. Und dort werden die Daten gefaltet, also gefaltet heißt in dem Fall gewandelt in lesbare geografische Informationen und von den Wissenschaftlern analysiert. Und die zentrale Zielgröße, die das Radar hier in diesem Fall liefert, zunächst mal immer unabhängig von Bewölkung. Wir kriegen auf jeden Fall eine Aufnahme, wenn wir eine programmiert haben. Das ist schon mal sehr gut. Und dann sehen wir vor allem die überfluteten Flächen. Wasseroberflächen sind sehr dunkel im SAR-Signal und können sich sehr gut in der Regel von Landoberflächen unterscheiden. Problematisch ist es natürlich im Tsunami-Bereich, dort, wo wir diese ganzen zerstörten Gegenstände im Wasser, die mitgeführt worden sind, von der Welle drin haben, diese Debris, das stört das Signal und macht diese Unterscheidung schwerer. Und auch in Städten und besiedelten Gebieten ist es natürlich schwieriger, weil die Objekte sehr stark streuen. Also Häuser und alle möglichen Bauten werfen aufgrund der Radarsignale die Informationen einfach nicht mehr ganz so klar zurück, sodass es einfach heller und dunkler ist in einer gewissen Mischung und das macht die Interpretation schwer. Dennoch, diese Radarsignale sind am Anfang die ganz zentrale Grundlage, zunächst mal um festzustellen, wo war die Welle, welche Bereiche sind überschwemmt worden und wie schaut es in den Städten aus.
Das war der DLR Webcast.